Was geht ab, Mann und Sie Fighter Ozan hier und erst einmal natürlich zum neuen Jahr. Frohes Neues, Freunde, was geht ab? Danke, ciao. Nee, Spaß, ernsthaft. Also frohes Neues auf jeden Fall euch allen. Jedenfalls werden wir heute aber hier zusammen auf Dragon Ball Legends, denn es kam ein neues Banner online, das New Year Rising Banner. Das Banner ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Die Sache ist jedoch, man kann hier nur mit goldenen Tickets, mit 2000 Tickets, 2019 Tickets sammeln, so richtig gesehen. Und diese goldenen Tickets hat jeder einmal bekommen, wenn er sich eingeloggt hat. Aber weitere bekommt man, ja, die muss man sich legit kaufen. Also es gibt hier so neue Tüten, sage ich mal, Überraschungstüten. Könnt ihr euch gerne mal ansehen, Freunde. Ich meine, bei dieser Goldtüte haben wir, da bekommt ihr 20 Goldtickets und wirklich sehr viele gute Sachen. Aber das Goldticket, beziehungsweise diese Goldtüte, die kostet legit, ich glaube, über 90 Euro. Also ist jedem selbst überlassen, ob er sich das Ding holt oder nicht. Könnt ihr aber gerne abchecken, Freunde. Wir haben jedenfalls hier ein Ticket, hat jeder bekommen. Und aus diesem Ticket kann man sich auf jeden Fall was beschwören. Ich wünsche auf jeden Fall mal sehr viel Glück bei euch. Beziehungsweise all diejenigen, die ihr Ticket noch einlösen. Oder die, die eingelöst haben. Könnt mich gerne wissen lassen, was ihr gezogen habt. Wir haben jedenfalls ein Ticket. Hier werden wir auf jeden Fall gleich sammeln. Wir haben aber noch 3100 Kristalle. Heißt, wir werden gleich ein paar Steps mitnehmen. Wir werden gleich mit den Steps anfangen. In diesem Banner, wie gesagt, Freunde, mit diesem ein Ticket, hier sind 20 Sparken-Charaktere drin. Und es sind wirklich gute Sparken-Charaktere. Also, overall, im Durchschnitt sind echt gute dabei. Und ich hoffe, ihr zieht quasi mit dem einen wirklich einen guten, den ihr wollt. Außerhalb davon würde ich dann sagen, ja, den bewahren wir uns auf jeden Fall fürs Ende auf. Falls ihr einen Groupstar machen wollt, quasi, dann bereitet euch am besten für eben dieses Goldticket am Ende vor und damit fangen wir dann quasi an. Aber wir haben hier 3000 Kristalle, wir bekommen ein paar Steps mit, aus den Steps bekommen wir noch gerade den Sparken-Ticket. Ich wollte ja eigentlich nicht unbedingt reingehen, aber ich habe auch ein paar Tage gewartet, vielleicht kommt ein neues Banner, weil gestern oder heute, glaub, gab es eine Wartung jedenfalls, indem ich das Ganze aufnehme, bis auf der 31. Und da kam eben dann dieses New Rising Banner online und ich habe mir gesagt, falls irgendwas anderes live kommt, irgendwas Interessanteres, wäre es zum einen geiler, also Gogeta Sparking hat man ja erwartet, Gogeta Blue. Ist nicht so, also keine Ahnung, ob noch irgendwo irgendwie ein Gogeta Sparking Blue noch kommen wird. Ich nehme es mal an, in Zukunft jedenfalls. Jedenfalls ist es jetzt nicht der Fall, deswegen dachte ich mir, okay, ich hau die ganzen Kristalle raus, weil dann kann ich meinen Account auf mein Phone wieder transferieren und dann können wir auch wieder mal Gameplay rausholen, weil auf dem PC ist das Ganze gerade, ja, wenn ich mit Stone zu, dann spiele ich das Ganze auf dem PC und auf dem PC da Gameplay zu spielen ist ein bisschen schwer, deswegen dachte ich mir, komm, hau mal das raus. Und ist ja nicht so, natürlich haue ich was raus, um das zu ziehen. Aber auch wenn ihr noch zieht, Freunde, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Und vielen lieben Dank für den ganzen Support, vor allem in den letzten Tagen. Wünsche ich euch auf jeden Fall, wie schon gesagt, ein frohes und neues Jahr. Wir haben Tau Bai Bai. Das heißt, einen Spartan-Charakter haben wir. Und das ist der 5er-Summon nur. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich drauf gespannt, was hier abgeht. By the way, Freunde, ich merke gerade, dass es ein wenig laggt von OBS. Ich werde, glaube ich, wahrscheinlich kurz die Szene resetten und mal gucken, was abgeht. Weil in den letzten Tagen hat es ein bisschen oft gelaggt. Also da gibt mir dann gleich nach dem Sum kurz eine Sekunde. Für euch wird es wirklich eine Bruchteil von Sekunde sein. Und ich werde mich immer darum kümmern, das Ganze wieder geregelt zu bekommen. Aber ein Spartan-Charakter haben wir. Es ist der letzte. Welcher ist es? BD. Was? Was? Die hatte ich halt gar nicht auf dem Schirm, unsere nette Dame Pan. Kommt ihr auf 4 Sterne. Krasser Shit. Jedenfalls, wir sehen uns gleich wieder. Okay, dann sind wir wieder zurück, Freunde. Wir sind jetzt auf Schritt 3. Können hier 10 Charaktere beschwören. Das mit Pan war gerade gleich. Geil, mit dem Tau Bai Bai. Ja, in 5er Summon, also im Schritt 2, einen spartengradierten Charakter zu bekommen durch die Animation. Dann war es leider Pan. Egal, passiert, kommt vor. By the way, wir sind gerade im Greenscreen. Normalerweise im Summon, wisst ihr, ist es nicht im Greenscreen. Hallo, aber wir haben wieder Tau Bai Bai. Genau dies. Wir sind im Greenscreen, weil mein Boy hinter mir zockt, der ist am Zocken. Tarbel, Freunde, Tarbel ist hier gerade am Start und der zockt im Hintergrund, deswegen, ja, spontanerweise, beziehungsweise provisorisch Greenscreen aufgestellt. Aber ich sehe, bei mir wird immer noch angezeigt, dass es ein bisschen laggt, obwohl ich ein bisschen was an den Einstellungen geändert habe, aber das ist gerade mein Dilemma die letzten Tage. Vielleicht habt ihr es gemerkt bei den Videos, ich weiß echt nicht, was da abgeht. Kennt ihr das, wenn die Technik einfach nicht tut, was es tun soll und auf einmal einfach so nicht tut? Ja, ich kenn's legit. Naja, ich hoffe, das tut noch irgendwie trotzdem nicht noch ertragbar, aber ich werde mich auf... HDF. Oh, was? Ja, Mann, Godku, der neue Godku, genau das. Nani? Was? 3 Sparking-Charaktere in einem Multi und darunter 2 neue. Die haben noch ein bisschen. Und dieser Vegeta ist brutal, Freunde. Weil wenn er besiegt wird, okay,
dann healt er sich um 20%, so durch die Passive, sag ich mal. Wenn er seine Hauptfähigkeit aktiviert, bekommt er nochmal 20% Heal, so soll es ungefähr sein. Heißt, boom, im PvP, eskaliert er komplett um die... Oh mein Gott, was? Wir hatten drei Multis, drei Spartan-Charaktere, eine Multi. Krass. Genau so sollte es laufen, Freunde, zu Neujahr. Genau, die ist drei Sterne Gott, cool, nice. So, jetzt aber, nach noch einem Soft-Reset sind wir jetzt im Step 4. Und bekommen ein Spartan-Gratis-Ticket. Das heißt, am Ende haben wir zwei Spartan-Gratis-Tickets, Freunde. Beziehungsweise einen von hier und einen von dem Neujahrs-Banner. Und ja, Freunde. Genau. Letztes Mal hatten wir Probleme, dass Blue Stacks abgestürzt ist bei den Broly-Summons. Aber das habe ich fixen können, weil ich hatte noch die alte Version. Da hat mich jemand in den Kommentaren darauf hingewiesen. Vielen Dank dafür. Jetzt habe ich Blue Stacks 4 zwar, aber das Ding laggt ab und so. Keiner weiß. Deswegen bin ich froh, dass ich das Ganze mal wieder auf meinem Phone haben kann. Die Dragon Balls. Aber ja, ich und meine First World Problems, ne? Aber ja, legit, wenn sie bitte mal nicht laggen dürfen würden. Das ist bei den Animationen laggt es total. Ich merke es. Aber ich habe auch keine Lust, die zu überspringen. Zum allerersten Mal Super Saiyan 3 Animation. Was? Und der erste Charakter. Schon wieder Goku! Was? Nein, Mann, was? Bitte? Wie jetzt? Back to back Godku? Back to back? Sowas hatte ich noch nie. Sowas hatte ich noch nie. Ich muss gleich direkt ein Foto davon machen. Meinem Boy Ichi zeigen, weil der fährt Godku auf jeden Fall. Und by the way, danke an euch, Godku. Da muss man, um die Animation zu triggern, das Handy drehen. 5 Star! Wir haben den einfach in diesem Video auf 5 Star gepusht. Und das ist das, was ich meinte gleich. Oh, Moment, Moment. Jetzt hat er die Siegfähigkeit dazu für die Son Goku Family. Ich heul gerade hier. Ah, nein! Hä? Für die Son Goku Family? Welchen Charakter habe ich? Ich habe da irgendeinen Charakter. Ah, das war der blaue Goku. Der Kalken Goku sollte das mit der Son Goku Family haben. Sorry, ich habe mich da vorhin falsch im Kopf gehabt. Godku gibt für göttliches Ki noch kritischen Wert auch hoch. Okay. Bis jetzt haben nicht so viele Charaktere göttliches Ki, aber das wird sich in Zukunft sicherlich ändern. Heißt der Kalten Goku. Der gibt für Son Goku Familie. Das sollte es sein. Krasser Shit. Freunde, willkommen zum letzten Multi für dieses Video. Haben danach noch zwei Spartan-gratierte Tickets, aber die Puls waren krank. Die Puls zu Neujahr. Die waren richtig brutal, Freunde. Und ich hoffe natürlich mal, jeden von euch fängt das Jahr auf jeden Fall auch mit sehr viel Glück an. Und bleibt dann auch so, ja. Also Glück sollte man immer. Also wäre cool, wenn man Glück immer hat, so ist nicht. Ja, man kennt's. Glück ist aber reine Zufallssache. Nein, wir bekommen noch einen Spartan-Charakter. Ich sag zwar, Glück ist eine reine Zufallssache, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe gerade fett Glück in den letzten Tagen. Und das musst du auf jeden Fall mitnehmen, auf jeden Fall abusen. Aber ich denke so, keine Ahnung, Glück kommt in Wellen. Man hat mal Glück für eine Zeit und eine Zeit lang dann nicht mehr, aber... Wenn man Glück hat, dann alles mitnehmen, Freunde. Ein Spartan-Charakter haben wir noch hier in diesem Multi-Summon. Welcher wird es sein? Wenn es nochmal ein Godku ist, dann ist er The Year of Godku. The Year der God-Transformation. Also ich finde die God-Entwicklung so oder so richtig geil vor allem. Oh, okay. Aber auch gut. Aber den meinte ich. Der soll eigentlich bei Siegfähigkeit 5 für die Son Goku-Familie noch was geben. Wenn ich mich irre, könnt ihr mich gerne wissen lassen in den Kommentaren. Ich finde die Gottform übertrieben geil. Der Super Saiyan Gott Vegeta sieht auch richtig geil aus. Der ist jetzt auf 3 Sterne. Okay. Krass. Unbelievable. Unglaublich, echt. Und dieser Kalten Goku, wenn er sich transformiert, der rastet komplett aus. Ah, ich hab. Ah, okay. Ah, oh, warte mal. Ich hab was vergessen. Stand da gerade gratis dran. Tatsächlich, wir sind, in welchem Step sind wir? Wir sind auf Step 6? Alles mitnehmen. Krass, ich habe das total falsch einkalkuliert. Wir sind echt auf... Ah doch, nee, Step 5 hat gerecht, aber ich wusste nicht, dass der 6. Grad ist. Ich habe es total vergessen. Heißt, es geht ein bisschen länger und wir haben einfach noch ein Multi. Noch ein Multi, Freunde. Und zwar bin ich jetzt aufgeschaut, was jetzt abgeht. 3, okay, 3 Pots. Wir bleiben so, wie wir sind, in Baseform vorab.
komme ein wenig auf die Schnuppe. Macht nichts. Kommt da noch was? Oder ist es ein Cooldown-Multi? Okay, neutral erklärt. Schauen wir mal, vielleicht geht da noch was. Wenn nicht, auch nicht schlimmer. Also beim Respekt. Ey, den hatte ich nicht. Genau, her damit. Beim Respekt, also ich kann mich sowieso nicht beschweren. Ich glaube, der Letzte, der sich jetzt beschweren darf. Jedenfalls. Ja, Freunde. Gerade als ich darüber geredet habe, dass es seitdem ich Bluetooth viel geholt habe, nicht mehr abstürzt, schüttet es natürlich ab. Das war ein Trotz, ganz ehrlich. Jetzt müssen wir wieder hier gucken, was wir gezogen haben. Summon History. Wo war unsere Sound History? Jetzt mal im Ernst, BD, das ist doch einer Rotz, BD. Hier 0 Stones, ist Sound. Okay, der war ein Dead Multi, okay. Aber trotzdem so. Like legit first world problems. Ich kann es kaum erwarten, wieder das Ganze auf meinem Phone zu zocken. Und wir sind Gott sei Dank perfekt auf 0 Stones, heißt, wir haben nicht. Hey! Habt ihr das gerade gesehen? Das war einfach runtergesprungen. Heißt, wir werden in dem Sinne quasi keine Stones verlieren, denn. Oder Kristalle. Wenn ihr von Android auf Apple transferiert oder andersrum, dann fehlt die Kristalle, aber vom selben Gerät zum selben Gerät nicht. Also Apple, Apple, Android, Android nicht. Freunde, jetzt haben wir noch zum Abschluss hier ein Spartan garantierten Ticket vom Tralala Banner. Welche Banner sind wir? Von dem Gotku Banner. Weißt du was? Soll ich das skippen? Nein. Lassen wir mal. Und danach haben wir noch den Neujahresgarantierten Ticket zusammen und den machen wir zum Group zusammen, zum Abschluss, Freunde. Ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen Glück mitgeben, egal wo ihr summonet, wirklich welche Spiele, bis das Ganze gleich laufen wird. Ich werde gleich runterzählen im nächsten Summon, wie gesagt, ich kriege ein Bait. Und dann, ja, könnt mich auf jeden Fall gerne wissen lassen, was ihr gezogen habt, gleich in dem Summon. Und das heißt in den Kommentaren auf den Social Media Kanälen, Twitter, Discord, Instagram, alle Links in der Beschreibung. Und den haben wir auf 4 Sterne, nice, sehr schön. Okay, Freunde, macht euch bereit zum Group Summon Mourinho. Oh, ich bin echt gespannt, wer hier kommt. Hier sind wirklich overall so im Durchschnitt wirklich gute Spartan-Charaktere. Aber es sind halt 20. Daraus so einen zu ziehen, den man will, ist schwierig. Dennoch wünsche ich auf jeden Fall oder hoffe ich, dass ihr das ziehen wollt, was ihr mit dem einen Ticket. Ja. Dass ihr das zieht, was ihr mit dem einen Ticket ziehen wollt. So rum gesagt. Ich zähle gleich runter, Freunde, 3 zu 1. Und dann machen wir am Ende noch unseren Group Summon. Kakarot haut hier Freeze noch in sein. Magenei. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, go! Und dann, Freunde, wie gesagt, verabschiede ich mich schon mal langsam von euch. Vielen Dank für die ganzen, ja, für die letzten Tage. Vor allem, da war der Support wirklich richtig stark. Aber auch an sich natürlich, ich wünsche auf jeden Fall ein schönes, frohes, neues. Ja! Ah, okay, Okay, ja, den nehme ich. Okay, 5-Star. Wollte gerade sagen, wenn noch 5-Star kommt, dann nehme ich auf jeden Fall an. Weil ich habe diesen blauen Goku auf jeden Fall gut vorangebracht. Und wie die Endesensivfähigkeit? Okay, nur für Saints. Nur ein Boost, okay. Immerhin, Freunde! So viel zum heutigen Sum-Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.